Paul. Paul ist im Supermarkt. Paul hat ein Problem. Soll ich Bier kaufen? Boah, immer dieser bittere Biergeschmack. Soll ich Wein kaufen? Wein ist ja immer das Gleiche. Gibt's denn nicht mal was Neues? Ja, jetzt gibt's was Neues. Das, was Pauls Problem löst. Nämlich... Was sind Sie lieber? Langweilig oder spießig? Keins von beiden. Okay, dann verstehen wir uns. Denn genau diese Frage haben wir uns gestellt. Und genau diese Frage stellt Paul sich auch jedes Wochenende. Wir machen jetzt den Spagat. Ich würde es ja vorführen, aber Spagat gehört leider nicht zu meinen Stärken. Deswegen Lea mit dem Spagat. Ich mit dem Spagat. Der Spagat ist Cider. Denn Cider hat schon in ganz vielen Ländern Bier als Genussmittel überholt. Südafrika, England, Irland, sogar Schweden schon und jetzt sogar auch Dänemark. Wir lassen die Cider-Welle jetzt nach Deutschland überschwappen mit Insider. Insider ist ein Szenegetränk, ein alkoholisches Szenegetränk, das sich durch verschiedene Geschmacksrichtungen von herkömmlichen Getränken abhebt. Unser USP ist dabei ganz klar, wir produzieren nur mit lokal angebauten Äpfeln und können für Qualität garantieren. Unsere Zielgruppe ist jung, dynamisch, modern und immer offen für Neues, sowie Studenten. Daher wollen wir mit unserer Einführungskampagne auch dort sein, wo unsere Zielgruppe zu finden ist. Auf dem Campus werden wir mit einer Guerilla-Aktion starten. Überall werden Flaschen verteilt mit unserem Etikett. Innen drin findet sich ein Apfel mit einem Datum und einer Facebook-Seite. Auf Facebook kann man sich dann über unser Produkt informieren und der Clou, man kann auch seine eigene Geschmacksrichtung mitbestimmen. Laut dem Motto, seine Cinerama, entscheide mit, kann man seine Geschmacksrichtung aussuchen. Promotion werden wir natürlich auch machen. Statt Flyer wird es gestanzte Äpfel geben und ganz wichtig, Getränkeproben. Egal, wo unsere Zielgruppe sein wird, wir sind schon da und so wird Insider zum Insider-Tipp. Prost! Ihr hättet noch 40 Sekunden, um ein bisschen mehr zu erzählen. Wir haben uns auf den Punkt gebracht. Ja.